Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Tod des Grauens. Bitte die Stufe 18. Stärke 18, die Stufe 1. So, und hier noch einer, ein Gauner. Hat er nur Geld dabei? Und willkommen zurück in... Scheiße. Ach, dammit. Wie kann der das Ding verzaubern? Na, Mistöle! Was ist eigentlich? Stehen. Nein, ich will nicht stehlen. Greif mal an, du Tulle! Frosty. Und Gold. Und jetzt werden wir nicht reinlaufen. Wir haben aber Inventar. Hey. So, wir. Nom, nom, nom. Es heilt gleich aufsteigen. Ach so, Level 2. Attribut haben wir hier. Stärke. Wir müssen eigentlich wirklich hier die drei... Einfach Magie müssen wir nicht. Können wir das abwerten? Nein. Talent. Haben wir eins zu vergeben. Ein präziser Schlag. Bogenschießen, Waffe, Schild. Schildbalance. Bildet Stärke 14. Der Charakter hat gelernt, das zusätzliche Gewicht des Schildes im Kampf auszugleichen und erleidet nicht länger einen Angriffsabzug bei einer Schild. Noch ein Talent. Wow. Yep. Was? Nee, wir haben doch... Das haben wir aber das. Haben wir es nicht genommen? Was sind das? Knaufschlag. Der Charakter führt anstelle erwartet natürlich Angriffs einen Schlag mit dem Stumpfseite der Waffe aus. Scheitert der Gegner bei Prüfung seiner körperlichen Widerstands, wird er zu Boden geworfen. Eigentlich auch nicht. Zu Boden werfen. Wieso? Ich will ja nicht mal Wunde. Heilungstränkchen hier nehmen. Und wir sind hier immer noch. Ich speichere mal zwischendurch. Weil muss ja einfach so sein. Na, komm mal hier. Nein, du willst jetzt nicht Bogen schießen. Das sind immer noch da hinten. Nein, das gibt's ja nicht. Das vergesse ich immer wieder. Ich kümmere mich darum. Gifte. Achso, der kann Gift mischen. Ah. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Super. Na, das war etwas Gutes. Zwergischer Streitkolben. Okay, jetzt komm damit. Okay, ich hab's gecheckt. Wenn wir hier machen, Position halten, aber sonst nicht. Das heißt, er kommt mit. Jetzt kommen wir so mit. Dach. Schwacher Lithiumtrank, muss er Magier sein. Was haben wir denn hier so schönes? Wieso sind die Leute hier unten? Das verstehe ich irgendwie nie. Ach, sieh mal an, die glänzen ja. Handschuhe. Ausgerüstet. Das sind genau die gleichen, aber alles gleich. Aber selbstverständlich.
Der Helmi, ja. Sechs und dann haben wir sieben. Was ist das? Was ist das? Rüstung. Ja, Logo, Rüstung ist ja Rüstung. Nächstes Türchen geöffnet. Ach, immer hinter mir ist irgendwie ein Scheiß aufploppt. Hier sind Totenschädel. Und noch eine Tür. Wo die wohl hinführt? Wieder in einen Raum. Ah! Okay. Sie sind uns nicht gewachsen. Was war es hier? Komm schon, zeig mir, aus welchem Stein. Okay. Können wir gern probieren. Ach, Und geht's hier. So. Da kommt noch einer. Wo kommen die Leute denn alle nur her? Ey, da ist er noch. Da lebt er noch. Dammit. Gibt's ja nicht. Wir heilen uns. Immer der nicht aktiv ist, wird geheilt. Okay. Wundumschlag. Silberne Kacke. Nein, ich will das nicht. Ich habe noch schwacher irgendwas. Und ein paar Tote. Ulme, was haben wir denn? Ist alles genau gleich. Heißt einfach anders und ist aus Ulme. Das magische Dings können wir mal verkaufen hier. Wir stehen im Schritt, aber nichts passiert. Na, okay. Bergkristall. Ja, und die ist einfach so tot. Ein Fass, was da wohl drin ist. Genau das gleiche, wie wir haben. Ach, uns ist sogar besser, na dann, also nichts Schöneres, wenn unsere Sachen besser sind, als die wir finden. Kurzbogen. Nee, ich bin nicht so der Bogentyp, ehrlich. Junge! Kleid dich mal ordentlich. So, Helmi, hast du an? Sonst irgendwelche Kisten, Braufass hier, natürlich, muss ja sein, unterirdisch. In einem zwergischen Staats, in einer zwergischen Staatsmacht. Hier können wir nicht durch. Waren wir hier schon? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wollen wir es wagen, hier mal unten zu gehen? Das war eventuell der Weg, den wir gekommen sind. Nein, hier waren wir noch nicht. Wir müssen jetzt irgendwie lernen, das Zeug aufzuschließen. Irgendwie mit einem Fähigkeitenpunkt oder so. Aber zuerst durch diese Tür können wir auch nicht. Na dann. Das Einzige, was uns bleibt, ist hier durchzugehen. Ja, in Ordnung. Macht mit der Hure, was ihr wollt. Wenn ihre verdammte Schwester aus der Reihe tanzt, habe ich für die kleine Rika keine Verwendung. Rika? Hast du dich für mich so rausgeputzt? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Nein. Hey, ich weiß, was du meinst. Sie gehört euch, wenn ihr wollt, Jungs. Und glaubt mir. Sie ist so gut, wie sie aussieht. Warum zum Stein bist du nicht in deinem Käfig? Los, Jungs, zeigen wir der kleinen Hure, wo ihr Platz ist. Ihr wollt's wirklich wissen, hä?
Jetzt müssen wir mal diese zwei hier. Wir kriegen uns. So, zuerst mal hier. Und jetzt alle hier auf das Ding. Unfallkampf, super, super, yeah! Juhu, wir haben den! Wir haben unseren. Das gibt's doch nicht. Da zieht er seine, wenn wir mit euch fertig sind, Nummer ab und du machst ihn einfach kalt. Du musst der größte Glückspilz in ganz. Nein, ich hab nur ein bisschen Tattoos mit Blut. Wir stehen hier. Es lebe der König! Ich hatte gehofft, er würde um Gnade willen sein. Hoffentlich hat Rika nichts getan. So wie er geredet hat, lebt sie noch. Aber ich lasse mir die Chance nicht entgehen, mich selbst davon zu überzeugen. Hey, kannst du Rika sagen, dass ich ihn getötet habe? Ich meine, was hast du schon davon, wenn sie dich für den mannhaftesten Krieger aller Zeiten hält? Haha! Oh, werd nicht übermütig, Sairoka. Berat hat stets dafür gesorgt, dass die Drecksarbeit immer Marklinge wie wir erledigt haben. Im Augenblick kennt dich halb Orsama. Wir müssen untertauchen. Okay. Du hast recht, verschwinden wir. Das stimmt wirklich. Wenn Berat sie wirklich so gut ausgebildet hat, wie er sagt, dürfte es ziemlich lange dauern, bis hier irgendwelche Wachen auftauchen. Na, und hat er was dabei, der gute Herr? Ja, in Ordnung. Hat er nichts dabei, was wir mitnehmen können? Dann ihm. Ende. Tür? Zwei Türen, die ins Nichts führen. Berats Geschäft, was ist denn da an einer anderen Tür? Das müssen wir noch herausfinden, liebe Leute. Aber hier. Nein, es ist keine Schaufel, die wir irgendwie nehmen können. Metalltür. Fähigkeit unzureichend. Wir sind erniedrigend. Dann gehen wir eben den richtigen Weg, den wir wirklich gehen sollen. Die Gruppe weiterziehen. Zusammen. Der Typ hat ja keine Verwendung für diese schnieke Ausrüstung. Hier nichts zu suchen. Warte, ist das Blut? Bei den Ahnen. Du hast hier nichts zu suchen. Warte. Also, ich sehe kein Blut hier. Bei den Ahnen. Na dann. Tschüssi. Wir sehen wirklich kein Blut hier. Da sind sie! Ergreift sie! Weg mit den Waffen. Ganz langsam. Wenn ihr euch wehrt. Wenden wir Gewalt an. Ich bin Opfer, man hat mich entführt. Wirklich, man hat uns wirklich entführt. Du redest erst, wenn die Bewahrer es sagen. Augenblick, mein Freund. Habt ihr nicht angedeutet, dieser Berat könnte ihre Flucht eingefädelt haben? Jedenfalls steht auf Vorgeben einer höheren Kastenzugehörigkeit der Tod. Wenn dieser Berat wirklich so einflussreich ist, steckt er vielleicht auch hinter diesem Betrüger Evert. Also, als ich Berat zuletzt gesehen habe, war er vergleichsweise tot. Er ist tot? Berat hatte zwar viele Feinde, aber auch sehr mächtige Freunde. Berat hätte uns umgebracht, wenn sie ihm nicht zuvorgekommen wäre. Deine Freundin hat einmal mehr ihren Mut unter Beweis gestellt. Wir grauen Wächter reisen durch die Lande auf der Suche nach vielversprechenden Rekruten. Und mir scheint, ich bin fündig geworden. Was habt ihr denn davon, wenn ich da rumsitze? Lass es mich so sagen. Ich, Duncan von den grauen Wächtern, lade dich hiermit ein, unserem Diese Frau wird des Hochverrats beschuldigt. Das könnt ihr nicht tun. Oh doch, das kann ich. Du müsstest mich allerdings zur Oberfläche begleiten und dein Volk verlassen.
Dafür hättest du aber die Chance, der dunklen Brut und der Verderbnis zu trotzen. Nichts wie weg hier! Whee! Dann rekrutiere ich dich hiermit vor diesen Zeugen für den Orden der Grauen Wächter. Danke. Sei willkommen. Das ist unerhört. Die Kriegerfamilien werden erbost sein. Sieh dich an, Staubfresser. Ein Wächter. Und ich kannte dich schon, als du noch Brot gestohlen hast. Bevor wir den tiefen Wegen trotzen, möchte ich dir diesen Streitkolben schenken, weil du selbst so wenig besitzt. Er gehörte einmal dem Wächter Forrel Edukin. Er war ein Verwandter deines Königs. Ich bin sicher, du wirst seinem stolzen Vorbild folgen. Lebt wohl, meine Freunde, und danke für eure Gastfreundschaft. Yeah! Hey, wir haben es geschafft! Mit einem Tod, wow. Ja, wir haben uns durchgekämpft. Und... Wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostagar, am Rande der Korkari-Wildnis. Yep. Das Reich von De Winter errichtete Ostagar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden fallen. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin. Ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Um keinen Preis der Welt, Euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig. Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet eine vielversprechende Rekrutin. Ist sie das? Erlaubt mir, euch einander vorzustellen, Euer Majestät. Es gibt keinen Grund für Förmlichkeiten, Duncan. Immerhin werden wir gemeinsam Blut vergießen. Hallo, meine Liebe. Wie ist euer Name? Saskia. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Die Grauen Wächter bemühen sich, ihre Anzahl zu vergrößern. Und ich für meinen Teil freue mich, sie dabei zu unterstützen. Es ist gut, einer Angehörigen des ehrenhaften, kräftigen Volkes außerhalb Orsamas zu begegnen. Kräftig? Ist es eine Anspielung, oder was? Verzeiht, wenn ich euch beleidigt habe. Ich habe... Ach, scheiß drauf. Wir haben es in nur Dreck. Es scheint, als sei eure Geschichte noch interessanter, als ich angenommen hatte. Ich weiß nicht. Und es kümmert mich auch nicht. Irgendwie. Ich meine natürlich, nachdem wir die Verderbnis besiegt haben. Ich bezweifle, dass Logan mir bis dahin noch nur einen Moment Ruhe gönnen wird. Erlaubt mir, der Erste zu sein, der euch in Ostagar willkommen heißt. Die Grauen Wächter werden enorm davon profitieren, euch in ihren Reihen zu haben. Wir werden sehen. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Logan brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliff in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Imon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon 3 Schlachten gegen diese Bestien gewonnen und morgen wird es nicht anders sein. Das klingt, als sei das Verderben fast beendet. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, Euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Ich muss gehen, bevor Logan noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Tschüss. Oder was noch nicht. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen. Ja, es müssen noch mehr und mehr. Ich will das gerade wenden hier. Also gut. Ja, es klingt doch ziemlich beruhigend. Wir treten vor. Und ich glaube... Die Horde der dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Beeilen.
Wir sollten mit dem Ritual fortfahren. Essen und trinken. Du hast recht. Wir haben noch Zeit. Das Ritual beginnt erst bei Einbruch der Nacht. Um ein grauer Wächter zu werden, muss jeder Rekrut ein geheimes Ritual vollziehen, das wir den Beitritt nennen. Formular unterschreiben und abgeben. Fertig! Es bedarf einiger Vorbereitung. Wir müssen bald anfangen. Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu vergessen. Kein Problem. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist. Und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Bis dahin muss ich mich noch um einiges kümmern. Wenn du mich brauchst, findest du mich beim Zelt der grauen Wächter auf der anderen Seite dieser Brücke. Stummes Kind. Und liebe Leute, wir sind angekommen und sind rekrutiert worden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Tschüss, bis nächste Woche. Haut rein! Wow! Ah. Tschüss! Man hat schon sehr, sehr viel erlebt. Aber was altbekanntes, Dragon Age Origin, wieder neu aufzuleben. Das ist was Schönes. Wenn ihr rechts unten in den scharfen Bildschirm klickt, dann kommt ihr zu der Playlist der ganzen Abenteuergeschichte hier auf meinem Channel. Falls ihr Anregungen oder andere Sachen mir sagen oder schreiben wollt, dann bitte einfach unten in die Kommentare oder als PN an mich. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.